Willkommen zurück, liebe Zuschauer, bei Ys Origins. Und ja, jetzt machen wir sind wieder an der Turmbasis angekommen und machen uns jetzt wieder auf den Weg weiter, nachdem wir uns das letzte Mal kurz zurück teleportiert haben zum Speichern. Ja, dazu müssen wir uns nochmal eben fix durch die Zombie-Krieger durchschlagen. Was aber eigentlich kein Problem ist, weil wir ja schon eine Waffe auf unsere Axt auf Level 2 haben und damit die Zombies mit 2-3 Schlägen wegschauen. So. Dich weg und dich weg. Hier hatten wir den Fächer hier. Und da kommen wieder die etwas aggressiveren gelben Dämonenritter. Die sind aber auch halb so wild. Hopp, hopp, hopp. Und hier rüber. So, jetzt geht's dann hier oben wieder durch die Tür, die wir vorhin aufgeschlossen haben. Nee, halt. Das ist falsch. Da waren wir doch schon längst. Und schon verlaufe ich mich in der ersten Etage. Lieber mal hier weiter die Gegner verhauen. Und hier müssen wir hoch. Genau, hier haben wir die verteilten Wächtertürme ausgeschaltet. Und jetzt sind wir bei den Fledermäusen, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. So, weg mit euch. Genau. Jetzt könnten wir erst einmal hier runter gehen. Hier stehen diese nett aussehenden Ritter. Oder wir gucken erstmal hier hoch. Hier sind die blauen Blobs. Ich denke hier oben erstmal lang. Und die Blobs zerschlagen, die einen Haufen Tränke und so droppen. So, und hier haben wir Lederschuhe. Die können wir gleich anziehen. Falsch Equipment. Die geben uns 6 mehr Verteidigung. Aber sind ansonsten nicht praktisch. Also normalerweise haben die meisten Schuhe noch irgendeinen Bonus. Oh, hier geht's ja auch noch weiter. Ah ja, hier geht's weiter. Eigentlich. Und genau. Diese Ritter hier haben gerade die Stärke, dass sie ein dickes Schild tragen. Und wir sie eben halt nicht treffen können. Also ihnen keinen Schaden machen können, solange das aktiv ist. Genau so. Müssen wir warten, bis sie zuschlagen. Oh, neue Magier. Wow. Der lässt hier aber die Fetzen fliegen. Ich weiß gerade gar nicht. Ich glaube, wir müssen erst links hoch hier an dieser Stelle. So. Fledermäuse ausschalten. Die können wir leider nicht betäuben. Ich habe es gerade versucht. Und genau, hier ist erstmal der Schalter, den wir aktivieren müssen. Da geht hier die Tür auf. Auf der anderen Seite nämlich. Jetzt gehen wir erstmal gucken, was der hier unten bewacht. Ich glaube, der bewacht nur genau eine Boosterfrucht und ein Heilkraut. Naja, wenn man es braucht. Hier ist noch ein Weg, aber ich glaube, den müssen wir nachher nehmen. Erst den Magier weg, der ist nämlich nicht ganz so gemütlich wie die Jungs hier. Oh, ich hab's doch mal geschafft, ihn zu betäuben. Klappt aber wahrscheinlich eher selten. Jetzt weiß ich gerade nicht mehr, ob wir erst da unten lang müssen oder erst, ich glaube, erst hier oben lang.
Wenn ich falsch liege, müssen wir einfach nochmal zurückgehen. Das Spiel ist ein bisschen schlimm, was Backtracking angeht, muss ich zugeben, aber es gibt schlimmere. Man muss wenigstens in dem Spiel nicht viel unnötig grinden. Aber ich denke, hier sind wir richtig, oder? Jupp. Ich denke mal. Wir sind eine Etage höher. Oh nein, wir sind doch falsch. Aber das macht nichts. So. Die paar Fledermäuse, das war weg. Genau, nämlich hier ist die erste große Tür. Und bevor die eben freigesetzt wird, wird eben ein Schadenspunkt, wenn wir dagegen hauen. Ja. Die ist also noch versiegelt. Jetzt ist sie es nicht mehr. Aber wir haben auch die Statue freigeschalten. Gucken wir mal kurz, ob wir uns was an der Statue kaufen können. Divine Blessings. Ja, ich will die Schuhe verstärken. Genau. Ansonsten will ich jetzt erst einmal nichts. Ich spare nämlich erst einmal auf das, auf dieses Wunder hier, dass ich mehr SP kriege, also mehr von dem Gold. So, mal kurz speichern, aber ansonsten mehr von dem Geld. Aber ansonsten will ich jetzt erst einmal nichts kaufen, weil sonst zahlt sich das nachher nicht so gut aus. Wenn ich also erstmal nicht die 16.000 zusammensammle, die ich brauche. Das Einzige, was ich halt machen werde, ist die Rüstungen upgraden, wenn ich neue finde. Hat man ja gesehen, ich habe gerade mal die Anfangsrüstungen. Du kannst aber weggehen. Okay, was auch immer das gerade war. Irgendwie hat gerade die Steuerung gehangen. Was auch immer das für ein Aussetzer war, sowas habe ich auch noch nie erlebt. Naja, jetzt geht's wieder zum Glück. So, jetzt müssen wir erst einmal hier unten rein. Ach, und der wirft mit dreifach Frisbees. So, die auch aus dem Weg räumen. Gut, jetzt müssen wir hier unten nämlich rein. Das ist ein gemeiner Ort. Hier finden wir nämlich das Biest-Medaillon. Was zur Hölle ist das? Es macht mich nervös, aber es sieht aus wie ein Teil eines größeren Reliefs. Vielleicht eine Art Schlüssel. Ja, da hat sie nicht ganz unrecht. Das ist nämlich der Schlüssel, den wir gleich brauchen werden. Aber erst einmal müssen wir durch die Jungs durchkommen. Ohne dabei zu sterben. Ich
Okay, zwei sind schon mal weg. Nummer drei ist weg. So, und bevor wir jetzt den ganzen Weg zurücklaufen, gehe ich einfach mal ins Inventory und benutze den... Das Teil wollte ich gerade sagen, aber dem seine Mächte sind hier versiegelt. Deswegen benutze ich ihn hier. Und man sieht schon, der Turm ist ziemlich hoch. Wir haben gerade mal das fünfte von mindestens 15. Das dritte von mindestens 15 Stockwerken erreicht, in dem wir speichern können und so. So, hier speichern wir nochmal. Und dann öffnen wir hier das Tor. Ja. Peace-Medaillon bitte öffnen. Und wir haben die Kammer des Biests betreten. Jetzt kommt nämlich was ganz Tolles. Erstmal stellt Junika sich in die Mitte des Raums und guckt sich um. Sieht so aus, als hätte ich eine glückliche Pause. Keine Dämonen, keine verrückten Unterbrechungen oder was auch immer Interlopers heißt. Nur ein großer, leerer Raum. Ein guter Platz, ein Lager aufzubauen, denke ich. All diese Kämpfe haben mich richtig müde gemacht. Ich könnte eine Verschnaufpause gebrauchen. Boom. So viel zur Verschnaufpause. Oh mein Gott, ist das einer dieser riesigen Dämonen, die Is angegriffen haben? Was soll ich nur tun? Ich bin nicht in der Lage, dieses Ding zu besiegen. Ach, vergiss es. Ich werde es besiegen. Ich muss es besiegen. Und da geht die Bossfight-Musik los. Ich liebe diese Melodie. aber zurück zum Text. Lady Rhea, Lady Fida, bitte gebt mir euren Segen. Und Vater, bitte gib mir die Stärke, dies hier zu tun. Und es geht los gegen Velaganda, den gigantischen Biest. Und schon wieder hängt meine Tastatur. Was soll denn das? Doch nicht mit dem Bossfight. Ah. Also ja. Nach der Aufnahme muss ich dringend mal gucken, was mit meiner Tastatur los ist. Aber jetzt erst einmal den Boss bekämpfen. Haupttaktik gegen den ist es erst einmal nicht zu sterben und ihm hier unten aufs untere Maul drauf zu hauen. Dadurch wird er nämlich bewusstlos und sein großes blaues Hirn kommt zum Vorschein hier oben, auf das wir ordentlich draufhauen müssen. Und jetzt, nachdem wir ihn geschädigt haben, kommen hier diese Blasen raus. Wow. Ah, da bin ich mir rechtzeitig weggekommen. Nein, das schaffen wir, glaube ich, nicht mehr. Wir haben noch 7 Lebenspunkte. Ah, das bringt mich gerade richtig aus dem Konzept. Warum meine Steuerung diesmal so versagt. Und dann bin ich gestorben. Ja gut, ich finde jetzt mal kurz heraus, was mit meiner Steuerung los ist. Und dann sehen wir uns gleich wieder zum nächsten Versuch des Bossfightes. Also bis gleich.